gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Okay. Allmächtiger! Da, noch mehr Partisanen. Anscheinend kann ich mir einige Verbündete hier immer holen. Und als der Kampf vorüber war, geh mal lieber wies der Sarazenenführer ihn tausendfach entlohnt. Weil da komme ich leichter über die Gegenden. Auf dem Dach. Oh, muss ich da. Schwupp. Ihr wagt es in meinem Bein. Okay. Alter, ihr. Schön, euch zu sehen. Schön, und euch in auch einem Stück. Sehen. Ich freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Ist das alles? Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll das beenden. Ihr habt die Gegend untersucht, um euren Feind zu verstehen? Ja, und das habe ich erfahren. Tamir beherrscht den Suq al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird von vielen unterstützt. Von Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Suq al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein. Und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Okay. Lasst Al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Ich will aber jetzt. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay. Nachforschung beendet. Tamir ist im Vorwort ein großes Waffenlieferung geschäftet. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Das ist der richtige Moment zuzuschauen. Warte mal, hier braucht doch jemand Hilfe da vor mir. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Nein. Das wird euch das Leben kosten. Bitte, helft mir. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Warum tut ihr mir das an? Was habe ich euch getan? Wo? Stirb, Dieb! Lasst mich gehen! Dort unten. Lasst mich gehen! Stirb, Dieb! Warum würde jemand so etwas tun? Was mag er haben? Bitte! Hilf mir! Bitte, so tut doch euer Leben ist verrückt! Ja. Dann helfen wir mal der Dame. Euer Leben ist verrückt! Oh, oh, wir kommen! Alter Schwede! Dein Leben ist verrückt! Was soll denn der Scheiß? Ich komm. Erbärmlich. Okay, bisschen Heilung bekommen. Muss einfach bloß ein bisschen abwehren. Ungläubiger, ich werde euch in die Schranken weisen. Der Herr steht auf meiner Seite. Okay, das war easy. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Partisan, cool. Wer hat das getan? Was ist hier geschehen? Was hier wohl ich weiß es nicht. 12 von 15 optionale Missionen. Mist. Boah, wer ist denn das? Alter Schwede! Ein Kreuzritter. Der macht mich fertig. Ich will doch einfach wegrennen. Wo kam denn der auf einmal her?
Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in. Aber wie kann ich denn den Kampf abbrechen und einfach abhauen? Ach nö, jetzt muss ich die Frau wieder retten. Nein, ich habe die Partisanen noch. Aber trotzdem, diese Ratte. Wo kam die auf einmal her? Ich kann hier keinen sehen. Dort unten. Templer eliminiert. Ah, cool, das ist auch ein Bonus. Ah, toll. 1 von 60. Oh. In dem Spiel muss man ja hunderte Sachen machen. Okay. Naja. Konzentrieren wir uns auf die Hauptaufgabe. Ich kann ja dann dauernd hier mich um Tempel. Ich bitte euch, nur eine Kleinigkeit. Seid ihr es leid an den Schwert? Ihr werdet die anderen Tausende Waren finden, das schwöre ich. Zu mir und Hunger. Nee, wir wollen weiter. Hep, hep. Oh, was haben wir denn dort vorne? Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte geht. Ah, ihr seid am richtigen Ort. Es gibt keinen. Tretet jetzt zurück. Psst, ganz ruhig, Bogenschütze. Bitte nur ein paar Goldstücke. Zu euren Diensten. Da drüben braucht wieder jemand. Hier braucht jemand. Dort unten. Ich flehe euch an. Ich ihr wagt es in meinem Beisein zu schlagen. Hol mir deine Kaufen. Dein Leben ist verdeckt. Jetzt könnt ihr mal fair kämpfen. Ich brauche wieder Energie. Erbärmlich. Man will mal angreifen. Ach, Gott ist auf meiner Seite. Das ist doch scheiße. Ich bin ein Assassine und ein Kämpfer. Komm schon. Los. Flieh, solange du noch kannst. Vielleicht weißt du es nicht, aber ich würde ja fliehen, wenn ich wüsste, wie es geht. Du willst sterben? Oh ja. Oh. Das war eine gute Kombo. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ja, gib mir irgendwas. Partisan. Was hier wohl passiert ist. 6 von 12. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Was ist das? Bitte, Herr. Was ist hier geschehen? Geld für mich? Meine Familie ist groß. Was ist hier geschehen? Bitte, geht. Nein, ihr versteht es nicht. Was ist hier geschehen? Meine Güte, was ist denn hier passiert? Ich bin untergetaucht. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Oh nein, was ist doch passiert? Eine milde Gabe. Bitte. Komm, Frau, geh weg. Goldstücke. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Du nervst. Ein bisschen Geld, bitte. Lass mich in Ruhe. Ich habe kein Geld. Ich habe nur Klingen. Und die willst du nicht freiwillig. Also, bevor ich... Was gibt's denn hier? Bitte, Herr, habt ihr Geld? Ach nein, ich hab kein Geld. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Ah, das sind Gelehrte. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ich will auf den Aussichtsturm. Oh, Bill. Was tut er denn? Hat es einen Grund für diesen Schabernack? Genau, auf den Aussichtsturm möchte ich. Wenn ich schon hier gleich meine Quest mache, dann möchte ich erst die Umgebung sehen. Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Ja, ich glaube, als Assassine bin ich dafür.
Aber erstmal schauen wir uns an, was es hier alles in der Nähe gibt. Wo bin ich hier? Okay. Die Mauer, ob ich auf die Mauer auch drauf kann? Sieht nicht so aus. Naja. Und hoppa! Das Feuer des Krieges frisst sich durch das Land. Jemand soll ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Bei seiner Verteidigung verloren. 14 von 15. Ich möchte sehen, was passiert, wenn ich alle 15. Aber ich sage, zu Tode kommen es können. Ist eine Ehre, dein Leben im Dienste Gottes zu lassen. Macht ihr etwas? Ja. Ich hol mir deinen Kopf. Es wird doch nur verletzt werden. Ja. Hilfe! Hilfe! Ja. Ja. Okay. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Was kriege ich? Noch mehr Partisan. Kreuzzug für was? Du kannst nicht davonlaufen! Wo verflucht jemand der Sterbenden? Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Ich habe jetzt 15 von 15, oder? Kann das sein? Gepriesen sei Salah al-Din! Ich weiß aber nicht, was es mir jetzt bringt. Im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen. Da hab keine Zweifel. Wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Unsere schiere Existenz. Mensch, diese labern vielleicht. Und nur für heute viele habe weg. Ich alle Preise riskiert. Oh, noch ein Aussichtspunkt. Den ich noch nicht habe. Also, Sicht gibt's hier viel. Nur den Sinn habe ich noch nicht richtig. Ja, man sieht ein paar Quests, aber extra mal da hochkrabbeln für Bürger retten und sowas. Weiß nicht. Einfach mal hier rumschauen. Weil jetzt müssen wir uns endlich mal darum kümmern. Wir sind jetzt ziemlich nah. Ach, jetzt gibt es zwei Bürger-Retten-Missionen. Attentatsziel. Bürger retten. Komm ich da drauf. Bürger retten. Ganz in der Nähe. Das interessiert mich doch. Ja, kommt nur, kommt nur. Ich zeige euch mein ganzes Angebot. Hey! Hey! Wie geht's dir? Was hab ich euch getan? Euer Leben ist verrückt. Nein, nicht die Frau. Okay. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Ja, hab die ich. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Das ist schön. Hm? Noch mehr. Noch ja. Ist er hier? Wie konnte das nur passieren? Hilfe! Dieser Mann hat gerade jemanden ermordet. Welcher Mann? Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Mann, wie furchtbar. Schert euch davon. Bereue deine Sünden. Ach, Mann. Fall runter. Haha, cool. Ich kann die auch einfach runterfallen lassen. Ah, da komme ich nicht hoch, oder wie? Bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine kleine. Ah, cool. Bitte. Hey, da drauf zu laufen, das ist schon interessant. Hm. Hep. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Aufnahme gestartet. Bitte. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, geht. Hä? Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Ich kann gerade nichts machen, oder wie? Ich flehe.
flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, geh. Ich habe jetzt gerade keine Anzeige. Wo muss ich denn hin? So, schauen wir doch mal. Ah? Wenn ihr kurz schauen würdet. Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch